So Leute, willkommen wieder zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ja, ich habe offscreen natürlich die Karte geöffnet und musste feststellen, das dauerte arschlang. Ja, seht euch das mal an. Das ist alles Missionen, oder das sind alles Missionen, kleine Missionen. Und die Karte zu öffnen, gestern hing ich glaube ich über eine halbe Stunde dran. Ja, ich habe gedacht gestern, oh, mach's mal ein bisschen, ne? Also am nächsten Tag so wenig. Ja, war ganz schön viel. Es gab auch sehr viele Aussichtspunkte. Die hier konnte ich nicht öffnen, da ist wieder diese Barriere, ne? Die unsichtbare Wand, wie man das so schön kennt. Aber naja, kann man nichts machen, ist ja auch nicht tragisch. Aber ich bin auf einem Templer oder auf zwei Templer gestoßen und das brach natürlich wieder ein paar kleine Pünktchen. Und natürlich super ist, die Aussichtspunkte haben uns einen Synchronisationsbalken wieder verschafft. Brauchen wir nur noch vier. So, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Taschendiebstahl. Ob es ein Fehler war, Wilhelm aufzunehmen? Er ist alt und hält zu viel von sich selbst. Sein Heer ist das größte nach dem des Orchenon. Und wir brauchen es. Ich gehe jetzt zu den anderen Brüdern. Sorgt dafür, dass sie alles haben, was sie brauchen. Gewiss, sie dürfen nicht scheitern. Fürchtet euch nicht, der Meister hat einen Plan. Gerade jetzt arbeitet er daran, unsere Verluste zu unserem Vorteil zu kehren, falls es soweit kommt. Was hat er vor? Je weniger ihr wisst, desto besser. Tut, wie euch befohlen wurde. Bringt den Brief, den ihr bei euch tragt, zu unserem Meister. Tja, das wird er sicherlich nicht schaffen. Denn wir versuchen natürlich, seinen Brief zu stehlen. Ich hoffe, es wird so glatt laufen. Weil ich behaupte ja immer, Taschendiebstahl, leichte Mission. Oder einmal eines Besseren belehrt. Vielleicht. Oh, das war wieder knapp. Also sag mal. Oh, das war jetzt knapp. Wieso hat er jetzt vorher nicht geklaut? Alles gut. Jetzt schnell dahin. Olle, geh weg. Ja, jetzt geh weg. Willst du Münzen, klau ihm dann seinen Brief. Dann kriegst du Münzen. Was gehst du mal? Ja, Menschenskinder. Wenn diese Bettler nicht dauern werden, ne? Boah, Mädel. So. Endlich. Ach, jetzt lässt du mich in Ruhe, ne? Boah. Das war jetzt nervtötend. Alter. Ah, ne. Ne, ich geb dir keine Münzen. Du bist mir die ganze Zeit so am Keks gegangen, gibt's nicht. Nee. So. Weiter zum nächsten. Hier patrouillieren auch noch Wachen. So eine kleine Horde. Vielleicht habt ihr sie vorhin schon gesehen. Das heißt natürlich, die sind aufmerksam. So, gucken, was die hier zu platt. Ja, ja, jetzt bin ich natürlich zu weit. Nicht zu weit, zu nah. Weiter. Neue Kunde? Schlechte. Ich habe alles ausgespäht. Ein direkter Angriff ist nicht möglich. Warum nicht? Bogenschützen, sie sind in der ganzen Festung verteilt und es gibt keinen leichten Weg, sie zu erreichen. Sie schalten uns aus, bevor wir 10 Schritte weit kommen. Habt ihr alles aufgezeichnet? Ja, ich habe alles auf der Karte verzeichnet. Bringt sie zu den anderen, sie haben Verwendung dafür. Sehr gut, ich gehe sogleich. Bleibt stark, Bruder. Ja, ihr auch. So, die Karte wollen wir natürlich haben. Ich kann mir schon denken, welche Burg das ist. Die habe ich nämlich offscreen gesehen. Ich vermute, das war die. So, jetzt geh weiter. Geh deines Weges und gib mir deine Karte. So. Fertig. Zweite ist geschafft. Wir müssen eigentlich nur mindestens 3 haben. Aber ich versuche, alle Aufgaben zu lösen. Achso, da kann man weiter. So. Wäre natürlich cool, wenn wir das alles schaffen, nur ihr wisst es ja, das mit dem Informanten. Ist ja so. Naja. Bäh. So drücke ich das mal aus. So, da ist er. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. Zu nah. König Richard versprach, wir nicht jetzt befragen. Nun schau lustiger. Aber er brachte nur den Tod.
Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! Ja. Okay. Ja, gestern bin ich hier diese Kirche hochgeklettert und der dauernd dieselbe Leier abgespielt. Die ganze Zeit denselben Spruch. Ich kann es jetzt zwar nicht wiedergeben, aber es nervt. So, mein Freund. Wohin gehst du? Ich hoffe in einer dunklen Gasse, damit wir uns schön unterhalten können. Ja, ja. Geh du mal. Ich könnte auch jetzt hier attackieren, aber ich weiß nicht, ob ich das so cool machen möchte. Jawohl, da sind zu viele Gangster. Nee, hier, diese Typen, das sind Gangster. Wenn ihr jetzt denkt, wie, Gangster? Das soll ein Gangster sein? Ja, im Spiel heißen sie Gangster. Ach, Jung, geh deines Weges. Das bitte schnell. Ja, wohin gehst du jetzt? Alter. Wisst ihr was, Leute? Soll ich mal probieren, jetzt mit ihm zu kloppen? Ja. Komm her! Bam! Bam! Zack! Ja, war klar, dass du dich mit einmischst. So. Okay. Zack! Ah, du auch? Oh. Los, geh weg! Kriegst du mal einen! Halt! Genug! Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold raus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. So. Fertig ist. Na, drehst du dich jetzt wohl um? Gut. Dinner war erledigt. Jetzt noch die letzte kleine... Oh, da habe ich doch noch einen Turm verpasst. Ja, wirklich. Ich habe einen Turm verpasst. Ah ja, gut versteckt. Ich glaube, den klettern wir immer gleich hoch. So. Ist ja komisch. Nicht, dass da noch eine kleine Mission da ist. Da lache ich aber. Nee, nee, da steht ja, glaube ich, 6. Das sind ja 6. So. Ah, passt schon. Ja. Ja, Oktober neigt sich auch bald zum Ende. Dann kommt der November und ich freue mich ja total drauf. Denn dann zocke ich Assassin's Creed 3. Ja, ich werde es auch direkt blind let's playen. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Denn das, denke ich mal, wird ein langes Projekt, weil ich ja viel natürlich herausfinden möchte, ne? Wollte schon sagen, wieso tauchst du allein auf? Was? Ach nee, sag jetzt nicht, die sind in Burg. Ich werd bekloppt. Kletter. Eine Frage. So. Okay. Schnell. Ich krieg zu viel. Autsch. Oh, wie kommt's so? Du hast mich runtergeschubst. Idiot. Ah, nicht schon wieder. Aua. Okay. Okay. Jetzt machen wir was ganz Cooles. Zack, hier hoch. Hier hoch. Ach, du bist da. Geht ihr mir nicht alarm? Geeks! Ich muss kämpfen. Zack! So. Komm! Alter hier. So. Du gehst mir auch am Keks. Warum springe ich hinterher? Kehr! Geht doch weg! Weg! Ja, als Assassine muss ich mich ja nicht nur kloppen, ne?
Oh, Alter, ihr bleibt mal locker. So. Hopp. So, versteckt. Und dann gehe ich darüber und dann in die Burg hinein. Ich dachte, das wäre die Burg. Vielleicht ist sie es noch. Wer weiß. Ja, natürlich. Ich bin ja auch ziemlich fix. So. Ach, da steckt die Befragung. Das heißt für mich, ich muss bestimmt einmal rüber. So, einmal hier. Da machst du Shane. Warte mal. Ach, guck mal, da kann ich synchronisieren. Zack. So. Eben synchronisieren. Es sind natürlich immer wieder schöne Aussichten, das noch Richtung Meer. Da. Da wäre ich doch gerne wieder schön am Strand. Oh, ah ja, stimmt. Da oben auf der Kirche, da war ich. Leute, und das ist eine geile Aussicht. Ja, gefällt mir. Das ist das, was für mich auch Assassin's Creed gut ausmacht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss irgendwie... ja, ich muss irgendwie... Oho. Hä? Bin ich doof? Sollte hier nicht die Befragung sein? Ach so. Ja, toll. Wie mache ich das denn jetzt? Hm. Ach, Befragung, Taschendiebstahl, meine ich. So. Einmal rüber. Vielleicht geht das so. Denn ich denke, ich bin hier unerwünscht. Ja, geht doch. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Tja, dann kann ich dir schon mal sagen, dass der Herr dir nicht helfen wird. Geh deines Weges. Ja, ja, ist gut, Mensch. Geh. Okay, schnell hinterher, hinterher, hinterher. Ja, geschafft. Super. So. Jetzt aber muss ich gucken, dass ich hier rauskomme. Und das natürlich ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, wird's nicht hoch, Alter, hier? Ja. Das schon. Und bleibt an der Wand kleben. So. Dann heißt das jetzt, wir haben noch die zwei Informanten-Missionen. Oh. Ah, das ist schlecht. Ha. Oh. Zum Glück habe ich ja auch so viel Energie. Ja, das heißt, jetzt haben wir noch die Informanten-Mission. Und dann wäre es ja eigentlich soweit. Aber da ja die Informantenmission ja immer so ein bisschen ja, Spannung bringt, da ich ja gerne da fehle. Und es ja unbedingt ja so liebe, die Informantenmission zu machen. Oh Gott, ich könnte verzweifeln. Denke ich mal, setze ich hier einen Cut. Und in der nächsten Folge sehen wir natürlich weiter, wie es dann weitergeht. Vielleicht auch dann direkt zum Endgegner, wie beim letzten Mal. Beziehungsweise zum Boss. Aber wer weiß, was die Informanten so zu bieten haben. Also Leute, wem es natürlich gefallen hat, ihr könnt gerne abonnieren, kommentieren, bewerten und Kommentare auf Facebook hinterlassen. Ich würde mich wirklich freuen. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge Assassin's Creed und bald sogar zu Assassin's Creed 3. Also, Wiedersehen. Tschüss.